So. So, der nächste Pound geht weiter hier. So, jetzt sind wir, wie gesagt, hier auf dieser alten Schießschulen. So, mal gucken, ob hier noch. Das sind aber keine. Wie heißen die? Keine Löwenzahn, das ist eine Engelpflanze. Sieht aber so ähnlich aus. Da muss man aufpassen. Da gibt es nämlich eine, die ein bisschen giftig ist. Man muss immer auf die Blätter gucken, die daneben wachsen. Das scheint nämlich diese giftige Art hier zu sein. Die will ich jetzt nicht essen. Ja. Sieht aber trotzdem schön aus hier mit den gelben Blüten. So. Und da kommen sie wieder, die Chemtriller. Ah, nee, das ist halt ein normales Flugzeug zu sein. Man weiß man nicht. Kann auch sein, dass der gerade seinen Bärstrahl angeschaltet hat. Ah, nee, der verblasst ziemlich schnell. Ein normales Flugzeug sein. Ja, schon komisch, in manchen Tagen sprühen die wie blöde, ja. Obwohl in der oberen Luftschicht eigentlich so in 10 Kilometer Höhe ändert sich das Wetter nicht groß. Da. Also da schwankt die Luftfeuchtigkeit nicht groß irgendwie. Außerdem, man sieht es doch ganz klar. Also normalerweise Abgasstrahlen, Kondensstreifen, die lösen sich normalerweise nach 100 bis 400 Metern wieder auf. Weil das ist ja dann nur Wasserdampf im Prinzip. Ja, und das Kerosin verbrennt er im Prinzip zu CO2 und Wasser. Ja, und weil dann da oben so kalt ist, kondensiert das sofort irgendwie das Wasser, was dann rauskommt aus der Turbine und bildet praktisch Eiskristalle. Und wie so nach, wenn das Flugzeug dann, weiß ich nicht, 200, 300 Meter weiter geflogen ist, dann löst sich das Eis wieder auf. Also von daher. Aber wie gesagt, die richtigen Chemtrailer hier, die haben dann richtige Chemikalien hinten drin. Könnt ihr mal ja bei YouTube nach Chemtrail-Flugzeug mal gucken oder so. Könnt ihr das mal sehen. Oder einfach bei Google Images mal gucken. Da seht ihr dann die Tanks, die die hier hinten drin haben und die dann so richtig sprühen. Also die haben ja auch zugegeben, die Regierung, dass sie Geoengineering machen. Von daher schon echt eine Schweinerei. Also dass sie damit zum Beispiel die Sonneneinstrahlung reduzieren, weil das so ein Blödsinn, ja. Also CO2 ist gut für die Natur. Man sieht ja, wie das hier alles so schön wächst. Wie so früher in den 30er Jahren, als es noch nicht so viel CO2 gab. Obwohl ja CO2 nur 0,09% oder irgendwie so was die Atmosphäre ausmacht. Und wenn da 0,001% dazukommt irgendwie, dann hat das auch nicht so eine große Auswirkung. Früher in den 30er Jahren, da war das hier alles sehr karg. So, da war das wirklich alles so Sandböen. Da hat man wirklich noch diese märkische Heide gehabt. Also wirklich viel Zuckersand und nicht viel gewachsen. Heutzutage, da wächst das hier alles gleich zu. Hier. Also wenn das jetzt hier nicht irgendwie auf das mal gemäht wird, ist bestimmt in ein paar Jahren, sind das hier auch alle wie in der Fließwiese. Das hier alles voller Büsche und so was. Also das wird nicht mehr lange dauern. So vielleicht noch 2-3 Jahre, dann sind hier richtig große Birken gewachsen. Dann sind das jetzt hier nicht mähen oder so. Und dann ist das hier auch schon halber Wald wieder. Also das geht ganz fix heutzutage. Ja, und dass das einfach wärmer alles geworden ist, das ist einfach, weil die Sonne halt wärmer scheint. Es gibt halt immer so Zyklen. Die anderen Planeten sind ja auch wärmer geworden. Von daher ist das mit diesen ganzen Erderwärmungsblödsinn und Carbon Taxes und was sie da, CO2-Abgaben, was sie da haben, alles vollkommener Blödsinn, nur damit die Regierungen da irgendwie Geld machen können. Ja, also die Leute immer verängstigt werden. Auf dem Mars ist es auch wärmer geworden und auf den anderen Planeten. Also ist einfach, weil die Sonneneinstrahlung halt da ist. Ja, es gibt halt immer Zyklen. Ja, so ist das. Ja. Na gut. Oh, jetzt sind wir wieder am vorderen oberen Ausgang.
So, hier ist nochmal auch so ein, wahrscheinlich war das hier auch so ein Ort, Schutzwall, so ein Audioschutzwall, damit das hier nicht so laut ist. Weil wenn früher die Engländer hier mal geballert haben, dann war das immer tierisch laut. Und dann haben sie wahrscheinlich hier so Schutzwelle aufgestellt. Hier vielleicht das Ding hier auch, damit es nicht so laut ist. Ja. Puh. Also hier so geradeaus hinter ist jetzt die Waldbühne, wenn man hier noch gerade weitergehen würde, hier rechts hoch hier so. Ja. Ja, hier ist wieder der kleine Schwan. Gut, jetzt steht hier noch so dran. Wenn diese Graffiti-Sprayer wenigstens mal was Vernünftiges hier so ransprühen würden, das nervt immer hier zum Beispiel so, weil das kann doch keine Sau lesen. Was soll denn das heißen? Ja? Wenigstens mal was Vernünftiges da mal machen würden. Vernünftige Grafiken oder so, aber nicht so ein Scheiß, den keiner lesen kann. Ja. Was dann auch kacke aussieht. Ja. Also wirklich. Ja, würde ich mich doch. Ja, muss ich mich ja schämen, wenn ich so was mache. Ja, was haben wir mal mit Vernünftiges hin? Jetzt mal was sprühen. Aber irgendwie sind das anscheinend nur so. Naja, ich gehe jetzt einfach nicht weiter ein. So, jetzt sind wir wieder hier. Mal wieder hier Richtung dem Fließ wie Ruhleben. Wieder an diesem Zaun lang hier, wo die englischen Bunkergaragen hier waren. Ja. Okay. Ja, die Strahler hier oben. Ich meine, das hier, ob das hier nachts an ist, irgendwie. Oder ob die das hier. Dass das hier nachts an ist. Und vielleicht nur, wenn hier mal Alarm ausgelöst wird oder so, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob die Laternen hier nachts an sind. Ja. So, jetzt werde ich mal auf dem Rückweg mal hier geradeaus gehen. Zu diesen Spiegeln nochmal. Von dieser Argentinerin. Patricia, wie ist die? Pasini oder so? Piscini, die diese Spiegel hier aufgestellt haben. Von den Erschossenen. Jo. Ja. Ah, das muss ja auch blöd sein, ne? Kurz bevor der Krieg vorbei ist, wusste ich noch erschossen. Ne? Oh Mann. Ja, die armen Schweine, ja. Ah. Ja, schön in Süd, dass wir nicht in so einem diktatorischen System heutzutage leben, obwohl wenn der Mars so weitermacht, sind wir auch bald wieder da. Aber ich will mich jetzt hier nicht politisch äußern. Das ist was anderes. Warte mal. Hier steht was dran, da war ein Pfahl. 70 bis 80 cm Durchmesser über Mannshöhe und vollkommen zerfleddert. Also, da sind Tausende sind da gestorben. Es hat täglich mehrmals geknallt. Ich habe es gezielt einmal gesehen. Ja, fragt mich nur, wo diese Pfähle genau waren. Ob das da unten an der Brellenschlucht war. Hier steht nichts drauf. Oder wo das gewesen sein soll. Naja, vielleicht kann mir jemand das mal hier unter Video schreiben. Hier ein Urteil,
wurde verlesen und dank drang in Bruchstücken zu mir hinüber. Der Obergefreite, Punkt, 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 Jahre alt, wegen Fahnenflucht zum Tode. Wahrscheinlich verurteilt der Mann, der Maat, Punkt, 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 Jahre alt, gerichtet wegen Feigheit vor dem Feinde zum Tode durch Erschießen. 1994, ja. Scheiße, hier kurz vor Kriegsende ist hier noch umgebracht zu werden durch die eigenen Leute. Aber gut, wir wurden dazu gezwungen, uns im Dreieck aufzustellen und da mussten wir zusehen, wie der arme Kerl da erschossen wurde. Oh, Scheiße, ja. Ach Mann, die armen Seelen geistern hier wahrscheinlich noch alle rum, deswegen nachts würde ich hier nicht unbedingt hier hin. Vielleicht spukt es ja hier noch ein bisschen in der Schlucht hier. Ja. Ach so, noch mal eine andere Sache. Hier unten drunter war übrigens so auch so um 1800, weiß ich nicht, 1870 rum oder so, war hier auch eine Schießanlage. Hier haben sie auch geübt. An dieser Schlucht hier unten. Da war eine Schießanlage auch von der Militär. Schießschule hier. Ja. Die hatte ich nämlich neulich auch mal in so einem Buch gesehen. Die werde ich auch noch mal irgendwann posten. Da gibt es noch einen Lageplan. Von der so eine alte Karte. Auch hochinteressant hier. Auch so ein Buch über diese Schießschule Ruhleben. Ja. Genau. So. Gut. Tja, wir sind hier auf einem geschichtsträchtigen Pfad. Wie gesagt, hier war ja früher auch alles der Zaun, der Engländerzaun. Man kam nicht durch. Gut, jetzt ist das alles besser erreichbar. Die Spiegel hatten sie jetzt ja hier auch umgestellt. Also von daher, wahrscheinlich haben sie die hier an den Weg gestellt, weil hier halt die ganzen Spaziergänger langlaufen, die dann halt auch mal sehen. Da wahrscheinlich direkt da irgendwo hingestellt hätten, wo die wirklich erschossen worden wären oder erschossen worden sind, dann ist das vielleicht so da im Unterholz, weil ich wollte schon allzu zugewachsen hier ist, dass das dann keiner mehr finden würde, die Spiegel. Oder jedenfalls nicht auf dem Spazierweg hier, wenn man hier lang geht. Ja. Naja, gut. Oh, jetzt wird es ein bisschen runter. Hier sind wir als Kinder immer mit der Fahrräder lang gebrettert hier. Boah, gehen wir mal einen vollen Satz hier dreht hier über so eine Wurzel hier. Weiß ich noch, da hatten wir uns immer so Geländefahrräder gebaut, so mit Bananenlenker und so. Wie nannte man die? So mit Fuchsschwanzsattel so. Oder Bananensattel. Wie hieß das da hinten so mit so einem langen Ding hochhing? So, wo man so richtig so. Ah, ich sag jetzt nicht, wie das heißt. Das ist dieser speziellen Fahrradsattel, wo die hinten noch so eine Stange so als Lehne sozusagen hatten, man sich so anlehnen konnte, so ein umgedrehtes U praktisch, so, und dann noch so ungefähr 1,5 Meter über den Sattel nach oben ging, so. Wie heißen die Dinger denn? Bananensattel? Nee. Keine Ahnung, die Bananenlenker war vorne, war dieser. Egal, jedenfalls mit so einem Dinger hat man uns dann 2 Dynamos rangebaut und 4 Lichter. Und dann war hier so eine Mutübung. Hier so, wenn es schon ziemlich gedämmert hat, hier so, oder abends so durch den Wald zu fahren, wenn man kaum was gesehen hat. Immer bin ich hier voll über so eine Wurzel gefahren und fast auf die Fresse geflogen. Aber schon ein bisschen gefährlich, was wir immer so früher gemacht haben hier. Oh mein, so lustig, so als Kinder hier so zu spielen. Super Wald hier. Und wirklich, ja, schöne Natur mal gewesen früher. Ach, das war hier als Kinder hier, haben uns hier wohl gefühlt. Baumhäuser gebaut hier im Vlies hier. An der Vlieswiese war dann hier. Da haben sie dann ab und zu Häuser gebaut. Da haben uns dann immer ein paar Bretter geklaut und ein paar Nägel. Und dann immer irgendwie direkt im Vlies dann auf irgendwelchen Bäumen, die so zusammenstanden, haben wir dann mit den Brettern da irgendwie so Baumhöhlen gebaut. Dann noch ein bisschen Dachpappe geklaut irgendwie.
Und dann oben so richtig ein Dach aufgebaut. Also war schon richtig gut eingerichtet. War echt klasse damals. Ja. Dann mal so Geländespiele gemacht hier im Vlies. Ach ja, war schön. Heute die ganzen Jugendlichen sitzen eigentlich nur noch vor der Xbox oder Playstation und zocken da ihre Games. Die sind ja nicht mehr in der Natur. Ja. Vor dem U-Bahnhof haben wir dann auch mal Fußball gespielt. Und so, also da spielt heute ja keiner mehr. Erstmal sind jetzt da auch so nass da, dass man da ja nicht mehr spielen kann. Weil da sumpft ja alle so langsam ab. So. Achso, warte mal, ich werde noch mal kurz einen Augenblick weitergehen. Und hier noch mal zeigen, hier hängt ja früher auch hier der Eingang zur Ghost City. Das ist jetzt hier vollkommen alles zugewachsen. Also da unten ist der, dieser Übergangsweg hier. Zum Morellenweg, Durchgang, Fallberhöhe der Fließwiese. So, und hier kommt jetzt gleich dieser Eingang. Jo. So, hier ist jetzt gleich diese Zauntor, das hier vollkommen zugewachsen ist. Hier sind früher immer so die Jeeps von den der Bundeswehr von der Polizei so durchgefahren, das hier. Hier ging das zur Ghost City rein, hier alles vollkommen zugewachsen. Ja, hier sind, ich weiß noch, hier, als wir mit uns hier am Tag der offenen Tür der Polizei sind, mit uns hier immer mit ihren Jeeps durchgefahren hier, und sich über das ganze Gelände hier prescht und dann hier auch mal runter. Und bis zur kurz zur Waldbühne und dann hier wieder zurück, hier wieder hoch und so. Also das ist hier heute alles so zugewachsen hier. Wenn man hier gerade noch mal so in einzelner Mann durchlaufen. Das war hier früher richtig breite Straße. Da bist du richtig mit dem Auto hier hochgekommen. Es steht hier überall Bäume hier. Da bist du auch nicht mehr durch. Also ist auch nicht mehr gewollt wahrscheinlich. Weil das hier jetzt hier. Aber die Polizei keinen Bock mehr hat hier irgendwie überhaupt. Hier hinten rin und raus, das soll hier alles schön zu sein, damit hier auch keine fremden Leute rinkommen. So, gut, jetzt sind wir hier wieder direkt unten an der Fließwiese, wo hier wieder das ganze Wasser steht. Einfach klasse hier. Also in der 70er war das hier irgendwie natürlich irgendwie besser, weil da war das hier alles ziemlich trocken, da konnte man hier so richtig durchgehen. Hier sieht man auch, die ganzen Bäume sind hier durch das ganze Wasser irgendwie auch abgestorben. Wahrscheinlich irgendwie unten vermodert. Und dann sieht man natürlich schon irgendwie klasse aus. Irgendwie. Ja. So, jetzt mache ich noch eine Pause hier.